Herzlich willkommen zurück zu Valiant Hearts The Great War. Wir sind in der letzten Folge hier stehen geblieben. Wir hatten einen schrecklichen Autounfall gehabt, nachdem Baron von Dorf uns bombardiert hatte. Und jetzt sind wir hier mit unserem getreuen Sanitätshund mitten in den deutschen Stellungen. Muss ich hier lang? Nee. So, ist hier vorne noch etwas? Ah. Was haben wir hier gefunden? Periskop. Um die gegnerischen Gräben zu beobachten, ohne das Feuer auf sich zu ziehen, nutzten die Offiziere und Soldaten Periskope. Sie bestanden aus in einem Rohr montierten Spiegel, die über den Rand des Grabens gestreckt werden konnten, ohne das eigene Leben zu riskieren. Sehr gute Innovation. Jetzt müssen wir wieder eine Ewigkeit warten, bis wir an denen vorbei sind. Ah, jetzt darf ich wieder den ganzen Weg zurückgehen. Okay, wenn die umdrehen, laufen wir mit. Also, praktisch gesehen natürlich nur. So, jetzt ganz, ganz schnell den Draht durchzwacken. Oh. Musik. Das Labyrinth, Vimy und Nouvelle-Sainte-Vaste waren die zwei deutschen Stellungen, die sehr früh befestigt wurden. Eine Vielzahl von Schützen und Laufgräben waren mit unterirdischen Bunkern verbunden, daher der Name Labyrinth. Wiederholt versuchten Briten, Franzosen und Kanadier, diese Schlüsselposition einzunehmen, jedoch ohne Erfolg. Die Verluste waren so immens, dass die Stellung Ende 1915 für uneinnehmbar erklärt wurde. Oh, da hinten ist Baron von Dorf.
Nimmer. Nein, Leute, ich habe ihn nicht umgebracht. Er ist nur bewusstlos. Oh. Oh. Kann ich den irgendwie mit dem interagieren? Ah. Genau. Steckt dem Hund das Dynamit in den Mund. Braver Hund. Vielleicht muss ich nur schnell rüber rennen. Genau. Moment. Ah. Vielleicht liegt hier noch irgendwo was herum. Ja, da oben. Komme ich. Ganz einfach. Ja, damit. Danke sehr. Jetzt holen wir uns jetzt da oben das Fläschchen runter. Oh. Ich sagte, wir holen uns da oben das Fläschchen runter. Doof. Kann ich das da hier runterwerfen? Kann ich das da nicht? Hm. Hinweis. Okay. Ja, okay. Wir gucken da mal noch nicht rein. Okay, nee. Der Hund kriegt das nicht hin. Dann machen wir jetzt erst einmal das letzte Stückchen Dynamit an das Metallbrett. So, boom, in 3, 2, 1. Jetzt können wir auch im Schutz des Rauches vorrücken. Und nun befinden wir uns schon direkt auf der anderen Seite. Oh, was kann ich hier machen? Genau, und bleibt da schön mittendrin stehen. Tap. Die Schützengräben. Die Soldaten in den Schützengräben lebten nicht alle unter den gleichen Bedingungen. Die Deutschen begannen schon früh, ihre Gräben mit Beton, Stahl und Bunkerkonstruktion massiv auszubauen, während Briten und Franzosen noch im Schlamm warteten. Okay. Häufig lagen die gegnerischen Gräben nur wenige Meter auseinander. Hinter den vordersten Gräben wurden weitere Unterstützungs- und Reservegräben ausgehoben, in die sich die Soldaten zurückziehen konnten, wenn ihr Graben vom Feind erobert wurde. Normalerweise wurden die Soldaten in den Gräben an vorderster Front regelmäßig abgelöst. Ja, gut zu wissen. Also.
Ah, ich darf den gar nicht hauen. Wie komme ich aber? Oh, das war schlecht. Aber ich glaube, ich weiß. Oh, ja, geil. So komme ich dahin. Oh, Moment, da liegt ein Brief. Brief eines deutschen Soldaten, 21. April 1915. Liebe Andrea, wir sitzen seit Januar hier in diesem Loch und ich halte es nicht mehr aus. Ich bin es absolut satt wie eine Ratte zu Hause. Ich vermisse mein altes Leben, mit dir unter den Linden zu flanieren. Ich vermisse sogar die Arbeit in der Fabrik. Ich liebe, liebe dein Dieter. Was haben wir hinten noch? Nichts mehr. Gut. Moment, genau. Euer Ernst? Oh, oh. Wow. Aber ich habe wieder eine Weinflasche. Das ist das Gute. Hau ihn doch. Wow. Nochmal. Oder ich boxe hier vorne hin. Schnell hier rein. Oh, hier vorne liegt auch was. Sardinenkonserve. Soldaten wurden von ihrem Armeen versorgt. Dennoch erhielten sie Pakete von zu Hause, um ihr tägliches Leben etwas aufzubessern. Dosen mit Fisch oder Fleisch boten eine umfangreiche Ergänzung zur täglichen Armeeversorgung. Klar, sowas nimmt man natürlich mit. Moment, liegt hier noch was? Rein. Ja. Ja, ist klar, ne? Wie soll ich da rauskommen? Oder muss ich mich da freibuddeln? Hier, ein Versuch noch. Sonst wird meine Speicherkarte wieder extrem voll sein. Ja. Ja, ist klar. Hier vorne auf den Boden werfen. So, jetzt guckt er. Und wir rennen hier schnell rein. Nein, das wollte ich nicht.
Ich würde jetzt erstmal sagen, wir machen eine kurze Aufnahmepause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge zu Valiant Hearts wieder. Bis dann. Tschüss.